Damen der Wasserfreunde Spandau 04 sind einfach nicht aufzuhalten. Nach dem 16:8 Auswärtssieg am letzten Wochenende konnten sie ja an diesem Samstag im zweiten Spiel der Halbfinal-Playoffs sogar noch eine Schippe draufpacken und vorzeitig in das Finale einziehen. Ja, wir freuen uns total. Wir sind heute mit einem 28:8 Sieg ins Finale eingezogen. Ist das erste Mal für Spandau und direkt in unserer ersten Saison. Wir sind überglücklich. As a teammate, I'm really proud of all my teammates and it was a good match, good defense, very good offense. Everyone had a chance to play. 28:8 ist natürlich ein eindeutiges Ergebnis und eine mächtige Ansage und somit auch kein Wunder, dass die Wasserfreunde das Spiel von Beginn an in der Hand hatten. Es dauerte knapp 2 Minuten, bis Athena Grandis das 1:0 erzielte. Nach dem Treffer drehten die Spandauerinnen dann aber mal richtig auf und bauten die Führung im ersten Viertel bereits auf 7:2 aus. Trainer Marco Stamm rotierte sein Team dabei gleich von Beginn an kräftig durch. Marco hat nach jedem Tor 2-3 Spielerinnen gewechselt. Dadurch waren alle frisch. Wir haben richtig losgelegt. Die Hannoveraner haben versucht, körperbetont gegenzuhalten. Gebracht hat das den Gästen aus Hannover aber nichts. Im zweiten Viertel entschieden die Wasserfreunde das Spiel mit einem 10:0. Sozusagen vorzeitig. Die Spannung war also schon frühzeitig raus. Es ging ja eigentlich nur noch um die Höhe des Ergebnisses. 2 Minuten vor dem Seitenwechsel gab es aber noch ein ganz besonderes Tor für die Gastgeberinnen. Die Nummer 11, Marlene Bogatski, erzielte beim 16:2 ihren ersten Bundesliga-Treffer überhaupt und wurde dafür natürlich ordentlich von ihrem Team gefeiert. Heute hat unsere Marlene ihr allererstes Bundesliga-Tor geschossen und solche Sachen freuen uns natürlich sehr und die Entwicklung der Mannschaft ist einfach Wahnsinn. Wahnsinn war auch das Halbzeitergebnis, 17:2, das Spiel hier natürlich schon längst entschieden. Die Gäste aus Hannover steckten die Köpfe aber nicht in den Sand oder besser gesagt unter Wasser, sondern lieferten den Wasserfreunden trotz des eindeutigen Spielstandes noch ein gutes Spiel. Am Ende aber ein ganz klarer Sieg für die Pokalsiegerinnen aus Berlin. Belen Vosseberg setzte kurz vor Schluss mit ihrem 9. Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 28:8. I think it's going to be great for Spandau to be in the final for the first time in our first season and we're really excited, looking forward. And sie haben einfach Hunger auf diesen Titel im ersten Jahr in der Bundesliga und wollen das Ding nach Hause bringen. Trotzdem haben wir alle 3 Spiele die Saison gegen Bayer gewonnen und sind deswegen guter Dinge, dass wir auch das Finale für uns entscheiden können. Nun gilt es, das große Finale gegen den SV Bayer Uerdingen zu gewinnen. Das erste Spiel der Best-of-3-Serie wird am 26.05. in der Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg stattfinden. Wir drücken natürlich die Daumen und sind natürlich auch dabei und hoffen, dass nach dem Pokalgewinn nun auch noch der Meistertitel auf Hauptstadtsport TV gefeiert werden kann.